Mein Name ist Raphaelius Alva Grusser. Das hier ist mein neuestes Werk, die Smoking Lila. Die Smoking Lila ist eine Dampfkutsche. Sie wird nicht durch einen Verbrennungsmotor betrieben, sondern wir haben hier einen Dampfkessel. Und wie Sie das zu Hause von der Herdplatte kennen, ja, wir machen da drin Wasser heiß. Dafür brauchen wir Brennstoff. Dieser Brennstoff besteht hauptsächlich aus Holz. Und teilweise kommen noch ein paar Kohlen mit rein, wie zu Hause in den Ofen. Und eine Stunde später haben wir dann ungefähr 6 Bar Dampfdruck, das Dreifache wie in einem Autoreifen ungefähr. Und dann geben wir hier den Dampf durch das Rohr durch, in die Zylinder hinein. Und dann läuft die Dampfmaschine, setzt sich in Bewegung und das Räderwerk hilft uns dann zum Antrieb. Die Drehbewegung wird hier über die Zahnräder auf eine alte Handbohrmaschine umgeleitet. Die funktioniert als Winkelgetriebe und hier geht das Ganze dann auf die Fahrradkette weiter. Und diese Fahrradkette treibt ein Mofa-Rad an. Das ist von einer Piaggio Ciao. Hat hier drin auch noch mal ein kleines Getriebe und lässt sich sogar auskuppeln. Das ist ganz praktisch, wenn man rangieren muss. Selbst bei der phänomenalen Geschwindigkeit von Schritttempo ist die Sicherheit natürlich auch relevant. Hierfür haben wir eigens einen Rückspiegel, der natürlich voll beweglich ist. In der Schweiz herrscht auch am Tage Lichtpflicht. Der Scheinwerfer muss eingeschaltet sein und hier ist mein Tagfahrlicht eine alte Petroleumlampe. Die Dampfkutsche Smoking Lila. Come on, yippee, yippee, yippee.